Namaste, mein Name ist Claudia Schangerich-Zibbermann. Ich bin die Gründerin, Leiterin, Initiatorin des Conscious Dance Floor Projekts in Kiel. Und ich möchte heute auf die Frage eingehen, warum machen wir das? Warum tanzen wir barfuß und wohin kann uns diese Praxis führen? Das Wichtigste, was ich zuerst sagen will, ist, egal wie du tanzt, es gibt kein richtig und kein falsch. Das gibt's nicht. Es gibt nur dich und die Bewegung oder dich und stecken bleiben. Das ist deine Entscheidung. Du kannst diese 2, 3 Stunden, die du auf einem Conscious Dance Floor verbringst, nutzen, um einfach Spaß am Tanzen zu haben. Wie ein Workout, wie ein Körperworkout. Warum gehen wir ins Fitnessstudio? Weil wir uns im Körper bewegen wollen. Wir wollen schwitzen, wir wollen Spaß haben. Das kannst du genauso hier machen. Also tanzen als Körper bewegen, als Workout. Eine zweite Möglichkeit, die ich dir vorschlagen möchte, wie du es nutzen kannst, ist, den Conscious Dance Floor und dein Tanzen als Spielwiese zu sehen. Als Spielwiese zu entdecken. Deinen Körper zu entdecken. Bewegungsmöglichkeiten zu entdecken. Spaß zu haben. Es ist so wichtig heutzutage, dass wir nicht immer so ernst sind. Wir sind in unserer Gesellschaft sehr ernst. Wir sind den ganzen Tag ernst. Lass uns ein bisschen Spaß haben und wie Kinder auf einem großen Spielplatz sein. Das wäre eine andere Möglichkeit, wie du das für dich nutzen kannst. Eine andere Möglichkeit ist, diesen Tribe, diese Community zu genießen. Oh, wie oft sind wir in unserer heutigen Zeit alleine oder wirklich mit unseren Handys beschäftigt und wie viel Beziehung, wie viel menschlichen Kontakt nähern wir wirklich? Und ein Conscious Dance Floor gibt eine Möglichkeit, eine Antwort auf dieses Wieder-Zusammenkommen. Wenn wir daran denken, wie wir in früheren Zeiten, wir meine ich jetzt Menschen, regelmäßig zusammengekommen sind zu Ritualen, Zeremonien, festlichen Anlässen und gemeinsam getanzt haben oder immer noch tanzen, wenn man nach Griechenland, in die Türkei fährt, dann sieht man das. Oder in Afrika, Südamerika, Indien, das hat so eine Kraft, wenn eine Gemeinschaft zusammen tanzt. Und das zu erleben, das ist auch für viele ein Grund, zu einem Conscious Dance Floor zu gehen. Das hat eine Magie, das hat gleichzeitig auch eine Herzensverbindung, weil Leute, die man dort trifft, sind unglaublich tolle Leute. Ja? Menschen zu begegnen, die auf einer gleichen Wellenlänge da sind, auf einem gleichen Interessensgebiet haben. Eine andere Möglichkeit. Vierte Option, die ich vorschlagen möchte, ist Körperverbindung. Du kannst das Tanzen für dich benutzen, um mit deinem Körper in Verbindung zu treten. Ähnlich wie beim Yoga. Ja? Warum machen wir Yoga? Warum machen wir Yoga? Wir atmen, wir kommen mit was hin. Wir transformieren was und wir gehen wieder. Und wir haben super tolles Körpergefühl, richtig? Es gibt viele Gründe, warum wir zum Yoga gehen. Das ist eine Möglichkeit. Du kannst es tanzen wie deine heilige Körperverbindungszeit nutzen. Du kannst es genauso auch nutzen, fünfte Möglichkeit, um den ganzen Ballast und Shit und alles, was in deinem Kopf vorgeht und all die Erfahrungen, die dich in der Woche beballern, abzuschütteln, abzuschütteln, loszulassen. Ah! Mit Bewegungen, mit Tönen, mit Geräuschen. Das kann unglaublich befreiend sein. Tanzen als abschütteln und befreien von all dem Stuff. Als ich damals angefangen habe, vor vielen, vielen, vielen Jahren in Slowenien, war das so für mich, war immer mittwochs, war meine Conscious Dance Floor Zeit und ich habe die ganze Woche mich drauf gefreut. Ich wusste, ganz egal, was mir passiert unter der Woche, ganz egal, welchen Emotionen ich aus dem Weg gehe oder ganz egal, wie verärgert ich war oder wie frustriert ich war über manche Situationen, der Mittwoch kam und ich konnte das nicht nur abschütteln und loslassen, sondern transformieren und hatte Zeit für mich, wieder in mich selber reinzuhören. Und für mich war das was unglaublich Wertvolles. Vorschlag. Nächster Vorschlag. Beziehung. Beziehung. Tanzen als Beziehungserforschungsfeld. Wie
kann ich mich mit anderen Menschen, ich auf andere Menschen zu? Welches Beziehungsfeld entsteht? Wie nehme ich Kontakt auf? Wie lerne ich jemanden anderen kennen? Wie viel Nähe ist für mich wichtig? Wie viel Intimität möchte ich? Möchte ich in Berührung, in Kontakt mit jemand anderem gehen? Wie vermittle ich das? Wie nehmen das andere Leute auf? Wie kann ich offen willkommen sein? Wie kann ich bei mir bleiben? Wo sind meine Grenzen? Ein paar Beispiele mit, wie kann ich tanzen als im Beziehungsfeld sehen? Eine Möglichkeit. Wieder eine andere ist der große Bereich von Persönlichkeitsentwicklung und Emotionen. Emotionen auf Englisch ist es so schön, Emotions. In Bewegung, in Emotionen. Unsere Emotionen, unsere Gefühle sind nicht dazu da, dass sie in der Box abgekastelt sind, sondern sind dazu da, um sich zu bewegen. Diese natürliche Gesundheit von Emotionen. Und das bringen wir in Bewegung, klar, durch unseren Tanz, durch unsere Bewegung im Körper, durch Atmung. Und wirklich auf so einer anderen Ebene ist es, so möchte ich es vielleicht erklären, ist es, wie du wirst, wie ein Gefäß, wie ein Instrument. Und du kannst dich fragen, wow, so welche Emotion will gerade durch mich durchfließen? Welche Emotion will sich ausdrücken? Was will ich ausdrücken? Genau, fühlen, ausdrücken, durchleben. Verwandeln. Im Yoga sprechen wir häufig von Vasanas. Das sind so diese eingefahrenen Schallplattenringe, auf denen wir uns bewegen. An Trigger und Gefühle, die wir so schallplattenmäßig rundherum laufen. Das ist eine Möglichkeit, diese Tanzpraxis ist eine Möglichkeit, da auszubrechen. Denn immer wenn du dich in neuen Formen bewegst, kreierst du neue neurologische Pathways, also neurologische Vernetzungen. Und es ist bei uns im Hirn tatsächlich so wie mit einer Straße. Das, was du oft denkst, ist wie eine Autobahn, auf der du automatisch fährst. Ja, große Autobahn, viele, 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 viele Autos. Neue Möglichkeiten sind noch Dschungel. Neue Möglichkeiten an Reaktionen, neue Möglichkeiten an, wie man Dinge sieht, an Perspektiven, an Denkmustern. Und da braucht es erstmal so ein paar Schritte durch den Dschungel. Vielleicht auch erstmal eine Machete, um das zu machen. Ist bei den Bewegungen, Bewegungsmustern genau das Gleiche. Und je öfter man was Neues auf diesen neuen Weg geht, dann wird das vielleicht vom Dschungel so ein kleiner Pfad, vom Pfad vielleicht eine Straße. Und du entscheidest dann dich ganz bewusst, welchen Weg du gehen kannst, möchtest. Das ist eine andere Möglichkeit. Ja, und noch weiter, wohin dich diese Praxis führen kann, ist wirklich zum Tanz als Meditation. Wohin kommen wir durch Meditation? Wohin wollen wir kommen, wenn wir meditieren? Wir wollen in einen Zustand kommen, in dem dieses von unserem Geist zur Ruhe kommt, indem wir uns wieder mit unserem Herzen verbinden, indem wir in einem Zustand von Ruhe, Verbundenheit, Wohlgefühl, Glück, Liebe kommen. Und tanzen kann diese Meditation sein. Kann das sein, was dich dahin bringt? Eine Möglichkeit. Kannst du dafür nutzen. Es kann ein sakraler Tanz sein. Weitere Möglichkeit, tanzen kann ein Gebet für dich sein, kann ein Dialog mit dem sein, kann ein Dialog mit deinem Herzen sein, mit deiner inneren Weisheit, kann ein Dialog mit dem Göttlichen sein. Alle Möglichkeiten. Es steht dir wirklich ganz frei. Und ich wollte dir hier ein paar Wege aufzeigen, wo du deinen Schwerpunkt, deine Intention hinsetzen kannst. Wenn du tanzt, wenn du einen Conscious Dance Floor betrittst. Und jedes Mal aufs Neue kannst du diesen Schwerpunkt wieder setzen. Will ich einfach Spaß haben, Workout haben? Will ich in Richtung Persönlichkeitsentwicklung gehen? Will ich
abschütteln und mich mit meinen Emotionen auseinandersetzen und aus alten Mustern aussteigen, will ich meinen Tanz als Meditationspraxis, als Körperverbindungspraxis, als intime Zeit, sakrale Zeit mit mir selber nutzen. Ich hoffe, das inspiriert dich. Lass mich gerne deine Fragen dazu auch hören. Und ich freue mich, wenn ich euch in unserer Facebook-Gruppe oder vielleicht am nächsten Conscious Dance Floor sehe.